Und willkommen zurück beim OpenTTD Cargo Dist. Hem Studio hat sich scheinbar kooperativ gezeigt. Ich hatte keinen, zumindest als ich gerade das Video mehr angeguckt habe, keinen allzu großen Desynchronisationsfehler drin. Wir haben mit der ersten Folge hier so eine kleine Strecke aufgebaut und die werden wir jetzt einfach mal noch ein bisschen erweitern. Hier hinten haben wir noch was, was wir anschließen können. Oder wir. Nee, genau, wir machen das. Wir bauen mal von Waldbrücken aus weiter nach hier oben aus. Da haben wir nämlich auch schön was dran zu bauen. Außerdem können wir dann hier gleich mal Knotenpunktgestaltung machen. Gut. Dann schauen wir doch mal, wie wir das machen. Ich würde sagen, irgendwie so. Bäume aus. Signal hier hin. Und das machen wir so. Und so, und dann sollte das passen. Und gut. Bahnhof setzen. Das wird wahrscheinlich mal hier ein Knotenpunkt werden. Aber da kümmern wir uns später drum. Erstmal machen wir hier weiter. Es ist natürlich blöd, dass jetzt hier dieser Berg da dran ist und da drüben steht das Kraftwerk. Das bringt also auch nicht so viel. Machen wir das einfach mal hier hin. Und hier hin. Ja, den bauen wir mal ein bisschen weiter nach außen, weil dann kann man hier diese Straße noch ein bisschen erweitern. So. Ach, das Terrain hier, das gefällt mir ja alles nicht. So. Gut. Alles wieder anschließen. Ja, das ist besser. So Diagonalen lege ich grundsätzlich eigentlich recht ungerne, weil die bereiten im späteren Spielverlauf einfach in der Regel nur Probleme. Falls man da mal eine Straße drüber legen will, dann muss man immer eine Brücke bauen, da kann man keinen Bahnübergang bauen, die Städte können sich darüber nicht wirklich ausbreiten. Naja, für den Moment soll es das tun. Hier bauen wir das Kreuz mal ein bisschen weiter weg, dann können wir nämlich hier gleich noch die Straße verlängern, damit sich die Stadt ausbreiten kann. So machen wir das, wenn wir das hier machen. Dann bauen wir mehr Diagonalen. So. Und dann binden wir das Ganze hier unten noch an. Ein klein bisschen können wir hier noch wegnehmen, aber nicht so viel. Ja, fast gepasst. Aber auch nur fast. Es wäre auch zu schön gewesen. Das soll so passen. Ach, dann ist mir vorne aufgefallen, hier fehlen natürlich zwei Signale.
Hier Platz lassen für die Straße. Und dann setzen wir unsere Blocksignale. Der Abstand zwischen den Signalen hier ist mit, naja, steht auf 7, sind aber insgesamt 6 Felder, die da zwischen den einzelnen Signalen Platz sind. Das ist in dem Fall völlig okay hier, weil ich will die Züge auf diesen Strecken sowieso nicht so unendlich dicht getaktet fahren lassen. Selbst wenn hier der Verkehr groß wird. Was haben wir hier? Das ist natürlich. So. Dann können wir auch direkt der Stadt hier unter die Arme greifen und hier so ein bisschen Straße durchbauen. Hier oben machen wir das genauso. Gut. Dann bauen wir ein Depot hier hin und ein Depot hier hin. Und dann müssen wir wieder Züge einsetzen. Und jetzt nehmen wir mal alles an Geld auf, was wir noch haben. Das ist nämlich nicht mehr so viel. Da müssen wir jetzt also schon bald gucken. Und wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Ich glaube, hier oben werden wir einen kleinen Pendelzug einsetzen. Also einen so kleinen wie möglichen. Und dann wird es hier aber einen etwas größeren geben. Und dann müssen wir so eine 38er kaufen und die hier. Und da haben wir schon langsam kein Geld mehr. Das heißt, jetzt müssen wir mal kurz warten, bis ein bisschen was reinkommt. Damit wir dann noch einen Wagen kaufen können. Und der wird dann zwischen München und Rottbrücken und hier mal halten pendeln. Jetzt müssen wir mal. Ah, da haben wir Geld gekriegt. Du nach hier, hier, hier und hier. Und jetzt muss man eine ganze Weile warten, weil den nächsten Zug, den ich kaufe, der wird teuer werden. Und der soll nämlich von hier nach hier und hier fahren und das soll so ein Fernverkehrszug werden. Und da können wir mal ganz kurz gucken. Davon haben wir ja schon zwei. Hier fährt einer von denen mit so einer Baureihe 18 vorne dran. Wenn ich den kopieren will, der kostet 171.000. Und das ist natürlich weit jenseits von dem, was wir uns im Moment leisten können. Gut, während das passiert, bauen wir mal unseren Firmensitz auf. Oh, ich weiß nicht, wir haben in Waldbrücken angefangen. Stellen wir ihn da mal hin. Und jetzt müssen wir warten. Und in der Zwischenzeit können wir natürlich nochmal gucken, was Cargo Dist so treibt. Da seht ihr schon, jetzt haben wir hier auf einmal 444 Passagiere drin. Wo wollen die denn alle hin? Nach Dortmund an der Elbe, das ist da unten. Aber da haben wir ja eine Direktverbindung hin, das ist ja der Zug hier. Das heißt, na, voll ist er nicht, aber... So. Und Nienfeld, das ist da. Okay. Wollen die alle da hin? Dürfte dieser Zug hier sein. Und da müssen wir wahrscheinlich gleich größere Waggons dafür kaufen, weil der war jetzt gerade schon voll belegt. Und der wird jetzt auch wieder voll belegt werden. Ja, und da seht ihr schon, also hier muss man sich tatsächlich so ein bisschen um die Züge kümmern. Aber das macht ja auch den Reiz aus. Also die sind alle nicht weggekommen. Wir sparen jetzt auf jeden Fall erstmal auf unseren auf unseren Langstreckenzug hier. Weil das hat ja jetzt auch keinen Wert, hier erstmal auszubauen, wenn es eigentlich sowieso noch nicht geht. Aber das ist natürlich wirklich schön. Also, wo wollen die denn alle hin? Nach Straußbrücken und nach Waldbrücken? Straußbrücken, das ist relativ uninteressant, weil die wollen natürlich alle nach Straußbrücken. Und da hinten geht es ja nicht weiter. Aber da seht ihr schon, wo die alle herkommen, ne? Also, die kommen von Kehlfeld zum Beispiel. Neuwerthorst, also die kommen von ganz hier hinten und wollen nach Straußbrücken runter. Und die sitzen natürlich jetzt alle in dem Bahnhof hier, weil
Eine Direktverbindung von da hinten gibt es nicht und der einzige Zug, der nach Straßbrücken fährt, ist dieser kleine, der hier gerade im Bahnhof steht. Warte mal, bis der rausfährt. Der hat jetzt auch alle aufgenommen. Na, schauen wir mal. Ja, belegt ist er. Aber hat noch Kapazität, also das ist noch völlig ausreichend. Auf die Weise macht das also alles auch, macht es die Sache also auch wirklich sehr, sehr spannend, wenn man dann hier ein größeres Netzwerk hat. Da wird man dann wirklich feststellen, wie sich da die Passagiere verteilen wollen. Und das ist einfach ein Erlebnis, da dann hinten dran zu oder da dann hinterher zu sein, dass die alle an ihren Bestimmungsort kommen. Ja, diesmal ist er nicht ganz voll geworden. Trotzdem, der ist ganz gut besucht und da sehen wir auch schon, der macht richtig gut Geld. Einfach weil er immer voll belegt ist und über eine etwas größere Distanz fährt. Ja, der fährt ja von Waldbrücken bis Dortmund hier runter. Wo ist denn unser anderer? Das ist der hier. Naja, der ist nicht ganz so gut belegt, macht dann auch nicht ganz so viel Geld. Das liegt einfach daran, dass bis nach hier hinten noch nicht so viele Leute wollen. Mal gucken, was unsere Zugstatistiken im Allgemeinen sagen. Was haben wir denn? November, das heißt, die Zahlen, die hier vorne stehen, sind relativ aussagekräftig. Naja, die ersten sind noch nicht ganz so kritisch. Der hier ist eigentlich gar nicht schlecht mit 60.000. Dann haben wir natürlich unseren ersten Langstreckenzug, der richtig Geld macht. Die zwei machen noch nicht allzu viel hier. Die fahren hier oben lang. Das liegt natürlich auch daran, wir haben hier zwei sehr kleine Städte. Das heißt, der Zug, der zwischen den zweien pendelt. Naja, gut. Und ich habe natürlich auch vergessen. Hier. Die Bahnhöfe zu erweitern. Das kann man ja aber nachreichen. Glücklicherweise sind die Städte noch nicht allzu verärgert mit mir. Ich weiß gar nicht, wir hatten hier, glaube ich, keine Großstädte dabei, ne? Paderborn, München. Nee. Naja. Mit der Zeit werden auch diese Städte wachsen und dann sehen wir da deutlich mehr Erlebnis hier. Alles keine Großstädte. Ist ja langweilig. Was haben wir denn hier hinten? Hatten wir auch keine, ne? Nee. Kiel. Das sind alles diese kleinen Dinger hier. Was soll das denn? Wo bin ich denn hier gelandet in der Ecke? Naja, da müssen wir halt damit leben. Gut. Dann seht ihr schon, also wenn wir die zwei hier können wir auf jeden Fall noch anschließen. Das ist nicht das Problem, aber hier rüber. Da haben wir dann schon eine ganz schön lange Distanz und das lohnt sich mit den Loks, die wir jetzt im Moment haben, eigentlich noch nicht wirklich, weil die sind so lange unterwegs auf dieser Strecke, da sie nicht genug Geschwindigkeit haben, dass wir da so viele Züge einsetzen müssen, dass es sich, das führt dann nur zu Schwierigkeiten. Von daher werden wir das erstmal lassen. Wir haben noch genug anderes Zeug, was hier deutlich näher erreichbar ist. Also hier runter kann man ja noch jede Menge machen, da seht ihr ja schon. Dicht bevölkerte Region. Da kann man also auch schön Regionalverkehr einsetzen oder aufbauen. Hier runter, das lässt sich noch wunderbar anschließen. Da haben wir so Zeit. Oh, und ich sehe gerade, wir haben genug Geld. Da können wir unseren Fernverkehrszug bauen. Und da haben wir hier zum Glück schon einen rumfahren. Da kann man den direkt kopieren. Löschen die Fahrtordern raus und dann fährst du von. Ja, da stand ein Zug in der Station, den ich erwischt habe. So. Und so. Ach nee, halt, den wollte ich ja von Waldbrücken über Rottbrücken und dahin und wieder zurückfahren lassen. So. Gut, und jetzt haben wir Geld übrig. Das heißt, wir können wieder Sachen anschließen. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch gleich. Da werden wir hier bei Rottbrücken einen Abzweig
oder hinterer Brücken einen Abzweig bauen. Nach hier rüber. Ja, das machen wir einfach so. Müssen wir ein paar Signale setzen. Einmal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das passt. Müssen wir immer so ein bisschen aufpassen hier. Weil das sind gerne die Punkte, an denen es am Ende mal zu einem Verkehrsstau kommt. Da müssen wir also ein Auge drauf halten. Im Moment ist es noch nicht ganz so schlimm, weil wir natürlich noch nicht so wahnsinnig viel Verkehr hier haben. Aber je mehr Verkehr wir auf unsere Schiene kriegen, desto wahrscheinlicher wird es natürlich, dass es doch irgendwann mal zu einem Crash kommt. Also zu einem Verkehrsstau führt. So. Für den Moment ist auch ein Abzweig dieser Art hier völlig ausreichend, weil ihr seht schon, da ist meistens nichts los auf diesem Stückchen. Auch das, wenn später mal mehr Verkehr kommt, könnte eine Engstelle werden und dann kann man diese Kreuzung aber auch noch ausbauen, dass es da der Verkehr etwas flüssiger durchläuft. Und so erweitern wir jetzt peu à peu unser Netz. Na. Oh, kein Geld mehr. Aber da kriegen wir auch langsam Einnahmen hier. Das ist also auch jetzt nicht mehr das Problem. Bis wir ein bisschen Geld haben, baue ich mir mal gerade eine Zigarette zusammen. Und dann werde ich hier noch ein paar Züge einsetzen und dann machen wir auch für diesen Teil der Aufnahme Schluss. Hier seht ihr schon, also hier ist jetzt richtig Betrieb schon los. Vier Züge im Bild, das sieht doch schon hübsch aus. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Und dann werde ich mich im nächsten Teil mal darum kümmern, hier vielleicht Engpässe der bestehenden Infrastruktur auszubauen. Also Züge erweitern, wir hatten ja schon einen gefunden, der unterdimensioniert war für das, was er transportieren muss. Das werden wir dann alles noch ausbauen. Zumindest in einer ersten Stufe. Das hält natürlich immer nicht lange, wenn die Städte anfangen zu wachsen. Sieht das ganz anders aus. Und dann freue ich mich natürlich auch schon, wenn wir dann in die späteren Jahre kommen, also so 1950, 60, da kriegen wir dann auch schnellere E-Loks, mit denen wir dann tatsächlich schönen Fernverkehr bauen können. Gut. Bisschen Geld haben wir, damit können wir jetzt wenigstens das Setzen der Signale beenden. 1, 2, 3. Das müsste reichen, genau. Ja. Und dann brauchen wir noch Depots. Und dann nehmen wir natürlich für hier unten wieder so einen kleinen Bummelzug, der reicht. Ja, kein Geld. Das ist jetzt am Anfang schlimm. Es gibt dann irgendwann einen Punkt, da ist dieser Finanzmangel überwunden und dann geht es einfach nur noch steil bergauf mit dem Geld und ab dann kann man sich also auch tatsächlich größere Anzahlen schneller und teurer Loks leisten. Im Moment müssen wir mit dem leben, was wir haben. Aber wie ihr seht, es kommt auf jeden Fall Geld rein. So, Zug Nummer 1.
Und dann bin ich mir ziemlich sicher, werde ich in absehbarer Zeit diesen Bahnhof hier erweitern müssen. Ich bin mir nämlich im Moment noch nicht so ganz sicher, ob ich eine Verbindung von hier nach Waldbrücken baue oder ob ich die nach hier bauen soll. Das wäre natürlich kürzer. Das heißt, wir haben eine höhere Frequenz, mit der der Zug hier pendelt, aber das bedeutet natürlich, dass wir hier in Rottbrücken deutlich höheres deutlich höheres Passagieraufkommen haben. Und dann müssen wir eine Direktverbindung von hier nach hier bauen. Wahrscheinlich auch nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Ich guck mal, vielleicht. Ja, sowas geht hier vielleicht. Das nehmen wir einfach mal. Dann nehmen wir diesen Zug. Klonen wir den, sobald wir genug Geld haben. Und der sollte reichen für den Moment. Das hat ganz gut Geld eingebracht hier. Oh, da wollte gar keiner aussteigen. Haben wir gar kein Geld gekriegt. Stattdessen ist was aufgeladen worden. Oh ja, und jetzt ist der Zug auch ganz gut belegt. Dann wird er jetzt gleich gut Geld machen, wenn er hier unten in Waldbrücken ankommt. Und da ist richtig Verkehr. Könnt ihr mal sehen. Na, dann geht das schon los. Naja, da hatte ich mir ein bisschen mehr Einkommen von verhofft. Wir hatten ja gerade schon 90.000, jetzt haben wir 98.000. Wie viele Leute nimmt er denn wieder mit nach oben? Hätte mehr sein können. Mal gucken, der hier macht wahrscheinlich gleich ganz gut Gewinn. Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall Geld. Warten noch, bis der in der Station ist, dann klonen wir den Zug und dann soll es das gewesen sein für den Teil. Ist halt jetzt doof, dass wir im Moment ein bisschen aufs Geld warten müssen. Ja, okay. 134.000, das reicht. Wo ist unser Zug? Hier. Den nehmen wir. Alles löschen. Und dann fährst du von da nach da, nach da und nach da und ab dafür. Wenn sich hier so ein paar Züge überlappen, das ist bei weitem nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist ganz gut. Dadurch haben wir mehr Verbindung und mehr Frequenz von Zügen, die diese Bahnhöfe anfahren. Das ist. Oh, Verzeihung. Und das ist immer von Vorteil. Okay, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ich melde mich dann gleich wieder. Und ja, bis gleich.